So, und jetzt bleibt uns nichts anderes mehr übrig, als zu warten, bis die endlich mal den Boing. Polizei, Quatsch, den Flughafen erwarten. Wobei wir dann noch gucken müssen, wo wir den hinstellen. Aber ich glaube, wir stellen ihn einfach hier hin. Ja. Ach nee, wollt ihr den ja hier hinsetzen, ne? Können wir eigentlich gleich machen. Okay. Airport. Warum sollten wir extra warten, bis der gefordert wird, wenn wir den noch einfach direkt hier hinsetzen könnten? Bam. Feierabend, aus, finito. Road. Müssen wir nicht erst auf eine Genehmigung warten? So, hier geht eine Straße hin, hier geht eine Straße hin. Das warte ich so, kennt man ja eine Straße und dann so Rauchstraße. Hier ist da drin so Kreisverkehr und so ein Scheiß, kennt man ja alles, ne? Wire. Wire kommt nach da, dann haben wir Rail. auch noch eine Gleisanbindung direkt in den Flughafen rein und da fliegt jetzt das erste Flugzeug. Leck mich doch am Arsch! Gut. Skywatch 1 reporting heavy traffic. Ach ja, sieht ja das mit dem Hubschrauber los. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich könnte sterben. Deine Oma. Boing. Stopp. Super slow. Boing. Okay, guck mal, was los ist. Und wird das die Feuerwehr aktiv oder muss ich denen wieder selber helfen? Bulldozer. Hä? Feuerwehr? Skywatch 1 reporting heavy traffic. Digga, das kann Feuer gebrauchen. Kannst du mal bitte dahin fliegen und darüber reporten? Ich glaube, das ist gerade wichtiger als irgendwo Verkehr. 2002. Ha? Jetzt wohl noch ein Billighubschrauber. Aber slow. Feuer müsste jetzt eigentlich gelöscht werden. Ja, es wird schwächer. Oder? Ja, es baut ab, ohne aufzubauen. Hat das mit der Feuerweise doch gelohnt? Ah gut, blöd wird es natürlich nur, wenn ein richtiger Erdbeben wiederkommt, dann ist es natürlich verkackt. Ne? Wissen wir, dann ist Feierabend. Road. Dann können wir einpacken. Bulldozer. Das hier kommt weg, das bringt uns da erstmal nichts mehr. Rail. Ja klar, bei dem Feuer hier. Wenn die Autos schön gerüstet. Liebe Feuerwehr, kannst du bitte diese beiden Feuer löschen? Ja, hallo, Feuerwehr, komm hier hin. Warum ist hier Verkehr? Da kann überhaupt kein Verkehr sein, da ist die Straße tot. Oh nein, Feuerwehr, was machst du hier bitte? Feuerwehr, da. Ich schau dich gleich mal Rail. an. Ja klar, rennt sich doch noch mehr aus. Skywatch 1 reporting heavy traffic. Das Feuer ist direkt neben der Feuerwehr. Würde ich das etwa so als Betrachtungsexemplar haben? Schaut mal, hier ist ein Feuer. Da sind wir. Ja genau. Mist, brennt die Feuerwehr nieder. Das hätte ihr so verdient. Skywatch 1 reporting heavy traffic. Ja, ist ja gut jetzt. Ich würde gerne wieder aufbauen. Kannst du bitte das Feuer löschen? Hallo? Ist bereits 2004. Du hast ja 2 Jahre Zeit, das Feuer zu löschen. Skywatch 1 reporting heavy traffic. Das Feuer brennt sich einfach weiter aus. Komm, dann nehmen wir hier mal den Feuer mal ein bisschen die Sparte weg. So, einzige, was jetzt noch angreifen kann, ist hier das Ding. Achso, und da natürlich. Das da wollte ich wegmachen. Eine Folge, wo man sich nur darüber. Achso, ja. Ja klar, ist natürlich hier klar. Abgaswerte. Wie, du fängst jetzt Feuer? Da löschen die sofort. Ist ja auch nicht in deren Gebiet. Erstmal hier alles wieder aufbauen. Ist slow. Alter, warum kommen denn so viele Unfälle nacheinander? Ist doch hier nicht mehr normal. Du kannst nicht fliegen, du bist abgestürzt. Wieso fliegst du noch? Rail.
So, da war das Ding. Dann waren hier noch Leitungen. Fuck. Bulldozer. Das da kann weg. Wire. Hä? Oh, Bulldozer. Genau das Falsche hingesetzt. Genau das Falsche hingesetzt. Das da muss da natürlich hin. Ja, wieder die letzten beiden Flämmchen, die brauchen wieder am ewigsten hier. Das ist doch nicht mehr normal. Ich wollte heute noch Extermination Day aufnehmen. Schon mal das Ding in die Hand nehmen. Ah, okay. Gelöscht. Road. Tut mir so leid. Bulldozer. Residential. Oh. Ach Gott, Alter. Rail. Oh. Bulldozer. Road. Feierabend. Bulldozer. Residential. Nein. Das Park. Da. So. Oh, sieht besser aus. Okay. Das soll es erstmal gewesen sein. Ist mir jetzt hier schon wieder viel zu viel. Boing. Wir haben soweit alles gebaut. Flughafen, Hafen, Stadion, also alles, was man so Besonderes bauen könnte. Gut, wir könnten Dinge noch reparieren. Das ist das Einzige, was hier noch wirklich defekt ist. Ach ja, da hinten hatten wir noch. Park. Da musst du aber auch noch warten, bis der scheiß Brand da weg war. Park. So, das heißt also, wir haben jetzt soweit erstmal alles. Das soll es also mit dem Let's Play erstmal gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ich das später nochmal weitermache, weil es gibt es ja eigentlich nicht mehr weiterzumachen hier. Von daher weiß ich nicht. Einziges, was wir noch machen könnten, ist in einer Special-Folge. Wisst ihr was? Okay. Ich habe jetzt gerade gespeichert. Dann machen wir nochmal weiter. Boing. Und jetzt kommt absolutes Desaster. Ja, hier wird richtig. Japan 2006. Oder wann war das? Keine Ahnung, jetzt kann ich mehr. Hier richtig schönes Megabeben. Welt erzittert. Mal gucken, ob es die Folge noch schafft. Oh, hier ist ja alles tot. Warum ist da so viel tot? Oh, ich habe überlegt. Ich habe alles vergessen. Hä? Nee, hier ist doch. Moment, ist hier gerade alles tot? Oh. Ja, dann wird wohl die Feuerwehr auch nicht mehr. Ja, die Feuerwehr hat auch keinen Strom mehr. Ja, komm, jetzt alles vorbei. Alles verloren. Wir bräuchten wahrscheinlich mal doch ein bisschen mehr Feuerwehr. Ja, hier ganz schöne Waldgebiet brennt jetzt ja alles nieder. Aber normale Geschwindigkeit, also zum Beispiel, wie sich das Feuer ausbrecht, hier spielt sich immer mehr. Hier unten Industriegebiet, da kracht natürlich jetzt auch immer wieder, klar. Kernschmelz hier unten brennt zum Glück noch gar nichts. Können wir auch gleich mal machen. Und hier sehen wir jetzt schwierig, richtig schön das ganze Feuer ausbreitet über die gesamte. Oh. Und jetzt kommt, oh mein Gott. Es wurde zu heiß, der Strom ist ausgefallen und es droht die Kernschmelze. Oh, das war's aber auch. Alles verstrahlt. Oh mein Gott, Splitterstücke haben den anderen Reaktor getroffen. Er schmilzt auch noch. Oh mein Gott. Das war's. Die City ist aus. Es ist vorbei. Noch ein großes Beben würde die Stadt jetzt nicht mehr überleben, aber es kommt, wie es kommen muss. Und 1984, Boom, Headshot, Killing Spree. Hä? Was war das denn gerade? Hä? Das da. Und es kommt, wie es kommen muss. Erdbeben der Superstärke 5,90. Na, und einmal alles weggefegt hier. Und als wenn das noch nicht schlimm genug wäre, kommt endlich die erlösende Hand. Doch auch sie entpuppt sich leider als Desaster. Und spült einfach alles weg, was sich irgendwie in den Weg stellt. Hä, da oben? Warum da oben? Hier unten wäre es viel interessanter gewesen. Doch, aus den Wellen erstreckt sich nicht nur das Wasser, nein, es kommt auch noch das ungeheure Monster. Oh
mein Gott, es rennt über die Straße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, und Godzilla lebt doch. Ah, langsam brennt die ganze City nieder. Der ganze schöne Grünstreifen hier ist komplett ausgebrannt. Da ist nichts mehr, was das noch hält. Hier oben ist relativ ruhig geblieben tatsächlich, obwohl hier auch relativ viel Park war. Seltsam. Gut, das speichern wir mal ganz kurz. Spaß. Der Zug fährt immer noch. Ja gut, also, boah, hier gehen immer noch Sachen hoch. Ist ja gar nichts mehr. Und weil die ganzen Sachen so teuer sind, müssen jetzt leider alle Steuern erhöht werden. Um die Katastrophe zu beendigen. Und jetzt sieht man, es ist nichts mehr da. Das Land ist ausgeglichen. Es gibt gar nichts mehr. Können wir ja mal super. Da merkt man. Die Stadt. Wo ist das denn, Hölle? Die Stadt verkommt immer mehr. Es wird jetzt einfach geil. Und schon haben wir eine Geisterstadt. Okay. Das soll es mit dem 12. Level erstmal gewesen sein. Und ja. Bis dann. Mal gucken, was weiter. Ob ich heute noch Extermination Day. Keine Ahnung. Ansonsten. Geht ja morgen wieder Schule los, das heißt also wird es wieder eine längere Zeit. Aber ich muss das alles erstmal hier konvertieren und dann hochladen. Heilige Scheiße, wir machen so einen Dreck. Ja, das ist. Alter, hier 51 und hier waren 29, ne? Ja. 70 Dateien. Kann passieren. Schau mit vorne.